Ein Begriff wird wahrscheinlich untergehen in diesem Jahrzehnt, die autogerechte Stadt. War unheimlich angesagt in den 60ern und 70ern und die Krönung der autogerechten Stadt war die Hochstraße. Halle an der Saale hat eine, Düsseldorf hatte eine, die ist verschwunden und die Städte Ludwigshafen und Mannheim, die wären wohl nicht so verbunden, gäbe es diese beiden Hochstraßen nicht auf der linken Rheinseite. Sie sind sowas wie die Hauptschlagadern für die ganze Region Rhein-Neckar. Aber so mittendrin sie auch sein mögen, sie sind in die Jahre gekommen und bröckeln, weshalb die südliche Hochstraße gerade abgerissen wird, die nördliche dann in ein paar Jahren. Axel John über eine Stadt zwischen Abbruch und Aufbruch. Seit 20 Jahren schaut sie von hier oben auf Ludwigshafen. Marlies Jonas ist Fotografin, dokumentiert von ihrer Dachwohnung eines Hochhauses den Wandel der Stadt. Direkt vor ihrer Haustüre wird gerade eine der Hochstraßen abgerissen. Eine riesige Lücke klafft mitten im Zentrum. Ein Mega-Bauprojekt. Die Stadt verändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Aber dieser raue Charme ist immer noch da und der gefällt mir nach wie vor. Marlies Jonas erzählt mir, für sie als Künstlerin waren die Hochstraßen das Objekt ihrer Begierde. Den Abriss nimmt sie dennoch gelassen. Ganz im Gegensatz zu ihren Nachbarn. Manche sagen auch, ich ziehe hier aus dem Haus, weil das ist mir zu laut, zu staubig. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ich bleibe hier wohnen. Mir gefällt das trotz allem. So ist das Leben eben. Das Leben ist eine Baustelle. 18 Stockwerke tiefer an der Baustelle ist Björn Berlenbach unterwegs. Er ist Chef des Tiefbauamtes. Vor gut einem Jahr musste die Verkehrsschlagader quer durch Ludwigshafen von heute auf morgen plötzlich stillgelegt werden. Einsturzgefahr. 6 Jahrzehnte Dauerbelastung hatten den Beton mürbe gemacht. Was jetzt noch bleibt, sind 35.000 Tonnen Schutt. Also ich bin schon beeindruckt. Also es macht Spaß. Es ist so, wenn man das hier sieht, das erlebt man nicht alle Tage, wie so ein Sonderbauwerk abgebrochen wird. Deswegen ist man ja Bauingenieur geworden, weil man das einfach toll findet. Die Hochstraße, so gut wie weg, die Masse an Verkehr ist aber immer noch da und quält sich über Umleitungen durch die Stadt. Wir haben mit den Städten und Gemeinden ringsherum einiges vereinbart, auch um Verkehre neu zu führen, auch mit dem Land Rheinland-Pfalz, dass wir da mit der Verkehrsführung besser werden. Und ohne Staus wird es wohl nicht gehen. Oh je, jetzt kommen wir in die übliche Verkehrslage, wenn es dann Richtung Ludwigshafen geht. Jedes Mal Verkehrschaos. Julian Haag ist Chauffeur. Im Nebenjob fährt der Student Geschäftsleute aus dem Raum Ludwigshafen nach Frankfurt. Für Verspätungen wegen Staus haben die Kunden immer weniger Verständnis. Immer größer dagegen der Druck auf Firma und Fahrer. Es ist sehr, sehr frustrierend und enttäuschend für einen selbst. Für die Firma ist es natürlich auch sehr nervig, weil die natürlich manche Aufträge dadurch nicht annehmen kann, weil man eben weiß, man wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Und deswegen kostet die Verkehrssituation Aufträge und auch ganz viel Nerven als Fahrer. So geht es täglich Zehntausenden, die Rush-Hour im Schneckentempo. Aber nicht nur Ludwigshafen, die gesamte Rhein-Neckar-Region wird ausgebremst und das noch gut 10 Jahre. Das Ehepaar Ries leidet auch, aber nicht unter den Staus, sondern wegen des Abrisses. Für sie geht damit auch ein Kapitel ihres Lebens zu Ende. Beide sind über 80, Ludwigshafener Urgesteine. Damals mit Anfang 20 hatten sie gemeinsam den Bau erlebt. Es war wirklich eine Aufbruchsstimmung rundum. Und ich war selbst furchtbar stolz drauf, aus Ludwigshafen zu kommen. Mit diesen Hochstraßen ist der Verkehr eben abgeflossen, ohne die Innenstadt zu verstopfen. Und es war also wirklich, es war sensationell, was damals gemacht worden ist. Man hat da so Vergleiche gezogen mit L.A. Und als die Straße dann stand, die Hochstraßen und so, wie fanden Sie das so vom Ästhetischen her? Es gibt sicher schönere Sachen als eine Hochstraße, aber ich denke, von der Funktionalität her, ist es nach wie vor für mich unschlagbar. Ich bin dann furchtbar erschrocken, wie ich davon hörte, dass der Beton nicht in Ordnung sei. Und als dann diese blöden Meldungen kamen, ne? Und die Angst, dass wieder was abgerissen wird. Also ich finde es traurig, was jetzt passiert ist.
Zurück zum Anfang meines Besuches in Ludwigshafen. Marlies Jonas verfolgt neugierig die Umbrüche im Stadtbild. Die Hochstraßen haben für sie immer mit dazugehört. Aber auch Selbstverständliches könne ganz plötzlich weg sein, so die Fotografin. Wie im normalen Leben eben auch.